Meine Damen und Herren, aus dem Studio der Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere da draußen sind nur Fake News. Fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. London hat den Big Ben, Paris den Eiffelturm und Berlin hatte bis vor kurzem den Alex und das Brandenburger Tor. Allerdings mussten beide einem neuen Wahrzeichen Platz machen, nämlich den berühmten Tetris-Fahrradweg in Zehlendorf. Bis heute konnte nicht geklärt werden, warum dieser Fahrradweg überhaupt so eckig ist. Was allerdings geklärt wurde, ist, dass der Tetris-Fahrradweg etwas überraschend nun nicht mehr benutzt werden darf. Denn ein Gutachten der Bezirksverwaltung hat ergeben, dass eine generelle Nutzung des Fahrradweges aus Sicht der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde nicht zulässig ist. Dies verkündete Bezirksstadträtin Maren Schellenberg von den Grünen. Ach Menno, jetzt hatte ich mir extra für den ein Fahrrad gekauft, ruft die Schlange aus dem Nokia-Handyspiel Snake traurig. Schade nur, können wir noch einmal ein Bild von dem Maler sehen, der den Tetrisweg gemalt hat? Vielleicht können wir hier ja das Geheimnis des Tetrisweges gemeinsam lösen. Okay, hier ist er zu sehen, aber nee, sieht für mich wie ein typischer Berliner Maler aus. Haben wir vielleicht noch ein Bild von seiner Familie? Nein, auch die sehen vollkommen normal aus. München. Nachdem schon andere Webmail-Dienste, wie zum Beispiel Yahoo, Opfer von Hackern wurden, hat es nun laut einem Bericht von TechCrunch den Hotmail-Dienst von Microsoft erwischt. Microsoft selber bestätigte den Angriff gegenüber TechCrunch, konnte sich allerdings noch nicht dazu äußern, wie viele Kunden betroffen sind. Gewiss ist einzig, dass die Hacker nicht auf die Inhalte der Mails zugreifen konnten, sondern nur die E-Mail-Adressen, die Überschriften von Mails und die Ordnernamen einsehen konnten. Microsoft empfiehlt deshalb nun allen Hotmail-Kunden sicherheitshalber das Passwort zu wechseln. Und daher schickte Microsoft eine Warn- und Informations-E-Mail an alle Hotmail-Kunden. Danke für die Info, antwortete auch gleich Tante Erna, die die einzige ist, die 2019 noch eine aktive Hotmail-Adresse besitzt. Und die Hacker ärgern sich, dass sie zwar die Überschriften der Mails von Tante Erna lesen konnten, aber ihr geheimes Rezept für ihren preisgekrönten Rhabarberkuchen sicher bleibt. Und eigentlich waren es gar keine Hacker, sondern Tante Ernas Erzfeindin Ruth Lindes-Loboda, die seit 35 Jahren bei den bayerischen Rhabarberkuchenmeisterschaften immer gegen Tante Erna verloren hat. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. London. Auch noch Monate nach dem 31. März, an dem in Großbritannien der Muttertag gefeiert wird, thront weiterhin in London 5 aufblasbare Riesenbrüste auf den Dächern der britischen Hauptstadt. Sie wurden als Kunstinstallation im März aufgestellt, um zusammen mit dem Hashtag Free the Feet Akzeptanz für öffentlich stillende Mütter zu fordern. Jedoch hat sich nun London dazu entschieden, diese Kunstinstallation auch noch bis heute auf den Dächern stehen zu lassen. Allerdings nicht, um weiterhin auf Free the Feet hinzuweisen, sondern aufgrund der Tatsache, dass Donald Trump zuletzt mehrfach die britische Regierung vor einem möglichen Angriff durch Godzilla warnte. Es war dabei nicht ganz klar, ob Donald Trump nur ein Poster für den kommenden Film Godzilla King of the Monsters gesehen hatte oder ob die Gefahr wirklich real ist. Um aber auf Nummer sicher zu gehen, behält London deshalb lieber die aufblasbaren Brüste, um damit notfalls Godzilla noch etwas länger ablenken zu können. Brüssel. Wie nun bekannt wurde, hat Russland nach Erkenntnissen europäischer Geheimdienste versucht, sich massiv in den Europawahlkampf einzumischen. Es gab demnach Bemühungen, über soziale Netzwerke russlandfreundliche oder EU-kritische Parteien zu unterstützen. Jedoch betonten ranghohe Geheimdienstvertreter, dass das russische Vorgehen in Europa weitaus weniger sichtbar war als bei der US-amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 oder der Wahl in Frankreich im Mai 2017. Allerdings zeigt der vom Spiegel offengelegte Fall um den AfD-Politiker Markus Frohnmeier, wie Russland sehr wohl versucht, gerade Politiker rechter Parteien zu übernehmen. Dafür gibt es in Russland sogar seit dem Kalten Krieg einen eigenen Begriff für solch übernommene Politiker. Sie werden als Useful Idiot bezeichnet. Also ein nützlicher Idiot und wohl kein Name könnte jemals besser einen AfD-Politiker beschreiben. Bei der Europawahl 2019 war nichts manipuliert, meldete sich nun der sich gerade selber gewählte neue EU-Präsident Hans-Giuseppe Angela Manuel Euromann, der weiter meinte, eine Einmischung von großartigem Russland hat niemals stattgefunden, war niemals da. Da. Und noch zum Abschluss, das Fake News Medium der Woche. Ist dieses Mal eindeutig das Mary Mac Magazin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing Mary Mac Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News.
Als ich am Kiosk stand und mein Blick auf das Mary Mac Magazin fiel, konnte ich zuerst mein Glück gar nicht fassen. Endlich ein Magazin über Mary Mac. Denn Mary Mac ist ja bekanntlich die Schauspielerin, Wahrsagerin, Stripperin, die im Stripclub gegenüber der RTL-Redaktion auftritt. Das weiß ich, weil das so in einem Artikel im Spiegel stand oder in der Praline. Oder was, ein Flyer? Und hieß die Dame, die an der Stange Shakespeare rezitierte, überhaupt Mary? War es nicht Destiny? Jedenfalls ist das Buffet im Stripclub gegenüber der RTL-Redaktion top. Das stand so im Michelin-Stern. Worum ging es eigentlich jetzt nochmal? Ach ja, um das Mary Mac Magazin, in dem es nicht um die Schauspielerin, Wahrsagerin, Stripperin ging, sondern, wie sich herausstellte, nur ein langweiliges Hochzeitsmagazin ist. Deshalb sei gewarnt, Mary Mac Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich, und du stehst ab sofort unter unserer Beobachtung aus dem Stripclub gegenüber der Redaktion von RTL. Das waren die Lately News. Wir sind wieder am Dienstag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.